Kennt ihr das Gefühl, wenn eure Toilette einfach nicht mehr ganz richtig ist? Was ist denn da nicht ganz knusper gelaufen? Hat der Klempner da gedacht, naja, irgendwo muss es ja hin, der Siphon und der Klo. Wie wär's, wenn ich das alles zumauere? Das hat der Klempner sich nicht gedacht. Ich glaube, da hat niemand viel gedacht. Und dann läufst du, da bleibt man mit dem kleinen Zeh hängen. Ich sehe es jetzt schon, komm. Alter, mein kleiner Zeh fühlt sich gerade gebrochen an. 6 andere Leute sind auch hier gerade drauf. Hey! Nur noch 5. Ich gehe auch. Und damit, hey Leute, herzlich willkommen zum Crappy Design. Wir schauen uns heute wieder Sachen an, die vom Design her fragwürdig sind. Eine schöne Pfanne. Die Pfanne hat eine leichte Seitenlage, würde ich sagen, weil der Griff zu schwer ist. Hervorragend Design. Wir hatten auch mal eine Pfanne von, ich meine, es war KitchenAid. Und die war gar nicht billig. KitchenAid ist quasi so wie alle anderen, nur, nee, pricey. Na, ein bisschen teuer. ApoRed wird quasi sagen Insolvenz. Auf jeden Fall war der Griff da aus Metall. Und wenn euch auffällt, die Pfanne ist aus Metall und der Griff auch und die Pfanne wird heiß, dann ist, was ich sagen möchte, Metall leitet Hitze sehr gut. Und deswegen, also ich muss sagen, ich glaube, dass die nicht nur schwer ist hinten, sondern auch schweineheiß wird. Und dann hat die Pfanne ihren Job als Pfanne nicht gemacht, sondern in dem Fall hier als Löffel. Und bei mir zu Hause, die KitchenAid-Pfanne war ein schlechter Topf. Hat da jemand auf ihren Bagel gefurstet? Le invita a probar su neveu. Exquisita. Es ist italienisch. Ich bin nicht. Ich kann nicht sprechen. Es ist doch französisch. Ich bin dumm. Oder? Welche Sprache ist das? Fresco. Okay, hat sich geklärt. Es ist nicht italienisch. Oh no. Dieser Bagel sieht auf jeden Fall aus, als hätte den sich jemand schon mal vorher reingewurstet, so, ne? Muss ich sagen, Entschuldigung, ich hätte gern die Nummer 11 mit der, Kackwurst auch als Dessert. Und dann hat sich ein Chefkoch gedacht, Hose runter, Turboschiss. Ach ja, das ist, die Tür von Harry Potter, wenn da drunter noch ein Stockwerk wäre. Er steht auf mit dem falschen Fuß, man kennt das, hat einen schlechten Morgen, rutscht aus und wird Skispringer. Der fährt nach unten, Alter, am Ende der Treppe wartet das Licht auf ihn. The fuel icon on dash makes it seem like you're always out of fuel. Dieses kleine süße Zeichen zeigt dir an, auf welcher Seite der Tank ist, der Tankdeckel. Also in dem Fall rechts. Aber warum ist das, ist der Pfeil, warum ist das nicht hier? Und wie leuchtet das dann auf? Warum ist das nicht einfach eine analoge Anzeige? Ich hasse es. Warum muss alles digitalisiert werden? Ich bin Fan der Zukunft, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt in einer Welt wie Cyberpunk leben würden, wo es nicht ganz so schlimm ist. Aber mit den ganzen fortschrittlichen Sachen. Aber das, manchmal ist einfach so ein ultra klug. Wie voll ist es? Bei dem Wasserkocher brauche ich keine digitale Anzeige, wie viel Lieder da drin sind. Nee, ich kann einfach gucken. Vielleicht versteht ihr das nicht. Ich bin älter, ihr seid Gen Z. Ich bin Gen Why am I alive still? Ich glaube, an dieser Karte stimmt etwas nicht. Afrika, Europa, ist es irgendwie... Ist das hier dieser Amerika? Kann das sein? Wer seid ihr drei dann da oben? Seid ihr da an dem... Seid ihr am Nordpol jetzt? Almost every female bathroom at my university has this narrow twisty staircase. Das ist ein Badezimmer? Aber auch deutsche Hogwarts. Man geht rein, ne, wenn man sich denkt, ich fühle mich als Femai. Geht rein und dann kann man sich hier vorbeiquetschen. Was ist dann hier hinten? Was ist da? Das ist der Ort, wo man die Spritzen findet, oder? Und dann geht man hier hoch. Ist auch cool für Rollstuhlfahrer. Vielen Dank. Und oben kann man dann alle abseilen. Und du kannst dich selber auch noch abseilen, weil die Treppe ist zu gefährlich. Der Hammer. Da! Das hier, Metall. Metall leiten gute Hitze. Und nur oben ist Plastik und unten ein bisschen. Das heißt, du verbrennst dir einfach hier die Stelle. Wie geht's meinem Milchreis? Du, ah. Weil ihr müsst nicht viel machen. Es ist ein Topf und ein Deckel. Und beim Topf, auch da, ne? Da wird's trotzdem warm hier an den Stellen. Ich habe nicht nur dort Handauflagefläche. Es ist wirklich absolut shit. Business Center Logo looks like a guy taking a D. Was ist das? Warum ist das? Das ist ein Logo von jemandem, dem es nicht gut geht und der auf dem Klo ist. Structural post in front of a urinal. Das Ding ist für die Struktur. Für die strukturelle Integrität dieses Gebäudes sehr wichtig. Wer hätte das vorher auf dem Plan sehen können? Ach ja, richtig, jeder, der das Ding gebaut hat. Der Architekt. Der Innenarchitekt, der Designer, der Hausmeister, verdammt doch mal. Oder aller spätestens der Mann, der das Klo installiert hat. Man nennt ihn auch den Sanitäter. Wirklich, davor ist es ja nicht. Also man kommt zu halb dran vorbei. Die zwei Fliesen, das reicht. The good old London. Nächste Woche fliege ich mit Janine honeymoon-mäßig nach London. Aber vielleicht habe ich die falschen Flugtickets gebucht. Vielleicht möchte ich ja auch nach London. Wo ist das L?
die Loser. Ja, das ist bei denen auf der Stirn, das L. Bam! Banner at a Sheehat, supposed to say Gamsgarten. Nee, sagt Gartengams. Und ich dachte erst, das wäre Gartengames. Das ist, was, da ist nix richtig. The O in the word love on this box has been replaced by a barely visible heart. Oh my god, I cannot read it. Ich kann es nicht lesen! Wo ist O? Someone wanted to save money and space and money, so they created balconies with a view on your neighbor. Ich hätte richtig gerne einen Balkon in meiner Wohnung, aber da würde ich passen. Schäfer, du hast einen Balkon und du siehst aber deinen Nachbarn bei ihm irgendwas. Einfach nur das Wissen, dass jemand da sein könnte. Es würde mich zu sehr tilten. Ich könnte es nicht. Dann lieber kein Balkon, ganz ehrlich. Ass-hurting chair. Das ist doch eine Bastelschere. Das ist doch kein Stuhl. Das kann nicht bequem sein. Also spätestens hier die Dinger. Ich glaube, damit kommt meine Poritze noch klar. Aber er ist ganz schön quadratisch für meine Rundung. Ja? Ich dachte erst, es wäre ein Grabstein. Aber es ist einfach was für einen Hair-Saloon. Das ist für einen Friseur eine Anzeige. Entschuldigung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das sieht da original aus als... Oh, am Dienstag ist noch Platz für eine Beerdigung, falls jemand Lust hat, abzutreten. Cookie! Orange! So sieht ein Cookie gar nicht aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Zitronencookies gibt. Aber warum steht denn da Orange drauf? Man dürfte sich halt niemals beide kaufen, weil sonst denken die Leute, dass man ziemlich... weit weg ist von klug. In dem Glückskeks ist kein Glück. Da ist nichts drin. Oh mein Gott. Das sind einfach Momente, wo man auch sich denkt, warum gibt's mich? Wie kann das alles passieren? Aber sowas entstehen. Ich meine, wir sind schon komplexe Lebewesen, ob wir jetzt cool sind oder nicht. Aber wie passiert denn sowas? Adblock for all browsers. Contains ads. Da war jemand mal wieder Smarty Pants angezogen. Automatic. I doubt it. Oh mein Gott, man kann die Tür geschlossen aufmachen? Das macht mich sauer, Alter. Das ist die einzige Aufgabe von der Tür, ist nicht jeden reinzulassen. Be kind, ever day. Naja, zum Glück habt ihr einen Notfall, leider. Da muss man halt ein bisschen dann auch, die Massephase muss dann abgesetzt werden zu dem Zeitpunkt, wo man die benutzen möchte. Vielleicht auch 2-3 Monate vorher. Das Gute im spiegelverkehrten Display. Das ist echt dumm, oder? Ja, das war doch mal wieder der Oberhammer, oder? Hier, da gibt es noch mehr Videos. Würde mich freuen, wenn ihr da am Wochenende mal ein bisschen Comfort-Content genießt. In diesem Sinne.